Ja, hallo YouTube. Ich melde mich nach sehr langer Zeit auch kurz zu Wort. Leider gab es keine Themen, die ich ansprechen konnte, über die ich berichten konnte. Ich habe mir vor einer Woche einen neuen Tapper gekauft. Ich habe schon länger überlegt, mir diesen zuzulegen. Aber mir gedacht, ich probiere ihn einfach mal aus. Und zwar ist die Wahl getroffen auf den Belz Three Nuns. Wenn man die Dose aufmacht, kommt ein, ja, ich möchte sagen, ein Tabak Aroma, was mich im ersten Moment an frisches, dunkles Schwarzbrot erinnerte. Zum Vorschein. Der Trinanz kommt ja in diesen entzückenden kleinen Scheiben, die mir sehr gefallen. Er kommt ein bisschen feucht daher, wenn man ihn also ruhig über Nacht vielleicht offen stehen lässt, lässt er sich auch besser anzünden. Lässt sich super leicht einfüllen in die Pfeife, lässt sich wunderbar rauchen. Beim Geschmacksbild ist es so für mich, dass der Three Nuns doch seine Virginia-Aroma behält und bei langsamem und gemächlichen Rauchen doch die Würze des Périque, was ich am Anfang gar nicht wusste, dass es da mit drin ist, zum Vorschein kommt oder mit sich mit einbringt, aber sehr schön. Ich habe für die 50 Gramm Dose 14 Euro bezahlt, was ich ziemlich viel finde. Ich bin eigentlich froh, dass ich mir den Tabak gekauft habe. Ich kann dir nur weiterempfehlen. Obwohl ich sagen muss, dass ich am Anfang nicht begeistert war, weil ich nicht wusste, wie ich diese kleinen Scheiben in die Pfeife einbringen soll. Ich habe zwar gelesen, naja, reinlegen und anzünden, oben ein paar Krümel drauf oder zerrupfen und dann einbringen. Ich habe meine Methode gefunden. Und ich muss sagen, so nach und nach aus kleinen Pfeifen ist er sehr schön und sehr genießbar. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich entschuldige mich nochmal, dass es so lange gedauert hat. Ich hoffe, das nächste Video dauert dann nicht so lange. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!